So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Deus Ex Human Revolution. Wir haben gesagt, wir reden in dieser Aufnahme wieder mit Seraph und hören uns mal seine Seite der Geschichte an. So. Adam! Oh, zum Glück sind Sie gekommen. Hier sind Verletzte. Wir müssen sie rausschaffen. Wir können noch niemanden rausschaffen. Nicht bevor ich im unteren Teil der Station Darrows Übertragung abgeschaltet habe. Was? Warum? Das Chaos, das hier herrscht, es ist überall. Die Illuminaten haben einen Biochip entwickelt, der die Menschen daran hindert, optimierte Fähigkeiten einzusetzen. Und Darrow hat daraus einen Killswitch gemacht. Ah, mein Gott, you. Wir müssen das in Ordnung bringen, Adam. Wenn den Menschen klar wird, was passiert ist, wenn sie glauben, dass die Augmentierungstechnologie an allem schuld ist, dann verbieten sie die Humanoptimierungsforschung für immer. Und das wäre natürlich ganz schrecklich. Ja, das wäre es. Sehen Sie nicht, was hier auf dem Spiel steht? Seit der Mensch aus dem Meer gekrochen ist, wollte er immer mehr sein, als er ist. Die Augmentierungstechnologie ist nur der letzte Schritt auf einem sehr langen Weg. Dabei haben wir ihr Potenzial bestenfalls gerade angekratzt. Wir dürfen nicht aus Angst damit aufhören. Das ist Ihre Überzeugung, Seraph. Und die teilen nicht alle. Sie aber schon, Adam. Das weiß ich. Und wenn wir zusammenarbeiten, können wir wirklich etwas bewirken. Wir können das Leben aller Menschen verbessern. Aber nur, wenn wir jetzt eingreifen. Ich höre. Wir müssen eine Nachricht verbreiten, nachdem Sie Hughes Signal abgeschaltet haben. Sagen Sie der Welt, dass die Humanitätsfront dafür verantwortlich ist, dass Ihre Ärzte ein Virus entwickelt haben, das nur Augmentierte befällt. Ich soll also lügen. Dadurch gewinnen wir Zeit. Wir können einen Weg finden, die Biochips der Illuminaten zu zerstören und danach weitermachen. Und was ist mit denen, die jetzt leiden müssen? Verdienen die nicht etwa die Wahrheit? Ach, Adam. Wenn wir die Freiheit wollen, mehr zu werden, als wir sind, dürfen wir uns nicht von fehlgeleiteter Moral blenden lassen. Einige bleiben immer auf der Strecke. So ist nun mal die Realität. Das ist Evolution. Sicher. Evolution auf Basis meiner DNA. Bitte, Adam, Sie müssen jetzt zu mir halten. Ich denke darüber nach. Also, ich weiß nicht. Was würdet ihr machen? Dass Sie mich benutzt haben, macht Ihnen überhaupt nichts aus, stimmt's? Ich habe Sie nie benutzt. Sie haben mit meiner DNA experimentiert, ohne mir etwas zu sagen. Adam. Es ist kompliziert. Hören Sie. Megan kam mit der Probe zu mir. Als sie mir ihren Fund zeigte, als ich sah, als wir beide das unglaubliche Potenzial der Superkompatibilität sahen. Da mussten Sie das einfach mit der Welt teilen. Adam, denken Sie nach. Hätten Sie irgendeine Ihrer Leistungen ohne Optimierungen erringen können? Die Körper der meisten Menschen nehmen diese Technologie nicht so gut an wie Ihrer. Durch Weitergabe Ihrer DNA können wir so werden wie Sie. Können Sie uns diese Chance verweigern? Wer sagt denn, dass ich sie verweigert hätte? Sie haben meine DNA gestohlen und mich belogen. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Ich lasse sie Ihnen jetzt. Passen Sie auf, Adam. Ich gebe zu, mein Weg war nicht gerade der beste. Aber bestrafen Sie nicht wegen mir die ganze Welt. Darrow will, dass wir im finstersten Mittelalter leben. Die Illuminaten wollen nur denen Evolution zubilligen, die sie kontrollieren. Sie und ich. Wir sind keine Gruppe, Seraph. Ab jetzt treffe ich meine eigenen Entscheidungen. Das glaube ich Ihnen. Und ich glaube, dass es die richtigen sein werden. Ja, ich bin unentschlossen, wem ich irgendwas glauben oder denken soll, helfen soll. Auf der einen Seite, ich kann die einen verstehen, die sagen, oh, sie haben Angst davor. Man kann ja sehen oder man hat gesehen, was ja passieren kann mit der Technik in den falschen Händen. Alle drehen durch und bringen normale Leute um. Den anderen will ich eigentlich nicht helfen, von vornherein nicht, weil eben, wie er schon sagt, die möchten wirklich nur bestimmte Personengruppen haben und die dann auch kontrollieren. Bei Seraph, ich bin mir nicht sicher, der hat, ich glaube, er will das Richtige tun, aber hat das Ganze, ist das Ganze falsch angegangen, ja. Äh,
Ich glaube, wir werden schlussendlich Seraph helfen. Nicht, weil er unser Boss ist, sonst irgendwas, sondern er tut das... Er hat das Falsche getan, aber eigentlich aus den richtigen Gründen. Er wollte Leuten helfen. Das sieht ungesund aus. Und ich denke... Vor allen Dingen, es ging ja darum, Kranken und körperlich Verletzten wieder ein einigermaßen normales Leben zu ermöglichen. Und das ist eigentlich etwas, damit kann ich mich irgendwo, ich nenne es mal, identifizieren. Wie gesagt, er hat es aus dem, mit den falschen Methoden angefangen, aber der Grundgedanke dahinter war richtig. Und ich denke auch, dass ich mich genau aus diesem Grund für Seraph entscheiden werde, wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder soll. Habe ich jetzt den Knopf gedrückt? Kommt da ein Aufzug oder nicht? Oder doch? Keine Ahnung. Okay, ist leer. Das ist schon mal... Ich weiß nicht, wie würdet ihr entscheiden? Ihr könnt es mir, wenn ihr wollt, mal unten dann in die Kommentare schreiben. Mich würde mal da eure Meinung dazu interessieren. Wie gesagt, ich wollte das Richtige tun, hat das Ganze aber irgendwie falsch aufgezogen. Da würde ich ja gern rein, aber ich habe nirgendwo einen Gashebel gefunden. Und durch die Scheibe hier kann man nicht schießen. Das habe ich nämlich auch schon probiert. Aber vielleicht klappt... ich weiß nicht, ob das Gas hier... Moment. Der Seite kommt man hier nicht rein, oder? Ne, es war wirklich nur über diesen Gang hier. Aber das Gas ist nicht brennbar. Sehe ich schon alle dazu? Ich glaube schon. Die haben wir auch alle ausgenockt. Erstaunlich, dass die immer noch liegen. Hierhin. So, ein neuer Spielstand. So, und dann geht's los. Ich kann jetzt eigentlich umschauen. Geht ja nur noch 500 Meter nach unten. Was haben wir denn alles im Inventar? Davon bräuchte ich ein paar mehr irgendwie. Ist hier Schockgranate. Splitter, Schock, Schock, Schock. Gas. Wir werden die mal kurz sicherheitshalber ausrüsten. Man weiß ja nicht, ob wir sie brauchen werden.
Sturmgewehrmunition brauche ich nicht. Das nehme ich mit, das ist wichtig. Schon wieder Sturmgewehrmunition. Das mal Kapsel. Und hast du auch irgendwas vielleicht? Ein Painkiller. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Wasserdruck nominell bei 173 PSI. Wer bin ich? Kommunikationsnetz online. Mir ist kalt. Drohnen 1 bis 3 innerhalb der Betriebsparameter. Ich erinnere mich nicht. Drohne 4 getrennt. Lass mich gehen. Verarbeitung läuft. Oh Gott, bitte hilf mir. Ich habe Angst. Kerntemperatur stabil. Verarbeitung. Sau. Was machen Sie? Ich verbinde mich mit dem Hiron-Projekt von Panchaya, Mr. Jensen. Die modernsten Quantencomputer, gekoppelt an das menschliche Gehirn. Ich benutze sie, um Darrows Signal zu hacken und zu unserem Vorteil zu verändern. Unserem Vorteil? Oder dem der Illuminaten? Jemand muss das Signal überbrücken und die Welt retten. Und seien wir ehrlich, keiner von uns traut dem anderen noch über den Weg. Computer, EEG synchronisieren. Großer Schmerz. Synchronisiere Beta-Wellen mit 40 Zyklen pro Sekunde. Schaffen. Lass mich schaffen. Inkompatibler Master Slave. Alarm. Übergabe der Steuerung an Alpha. Nein! Nein! Das System erkennt mein Schiff nicht. Neuralsysteme offline. Leite Steuerung des EEG-Net. Ich kann Hero nicht kontrollieren. Erhöhe Glutamat-Sättigung um 32. Sau, schaffen Sie sie hier raus! Ich muss zur Kontrollkammer! Nein! Ich kann es kontrollieren! Ich habe die Kontrolle! Signal stoppen! Sicherheitsalarm! Durch die primäre Drohnenluke! Ach, Scheiße! Na, das wird jetzt lustig. Alpha-Port-Sicherheit aktiv. Zugriff auf Alpha-Port durch Eliminierung der Tertiär-Ports. Ich muss diejenige sein, die das Signal ändert. Danach wird mich der Rat mit offenen Armen empfangen. Nein! Beschütze! Mutter! Geh weg! Geh weg! Der böse Mann ist hier! Warum will er uns töten? Uns? Lieber ihren Kopf anziehen sollen, Mr. Jensen. Ich habe es, Mutter. Aber tu niemandem weh. Dann lass mich doch hier rein. Nur kein Schmerz mehr. Bitte, halt die Wohnung fern. Die Sicherheitsmaßnahmen sind ausreichend. Ausreichend. Wenn sie die Wucht ihres Blicks erfasst, gibt es keinen Punkt mehr. Hydrostatischer Druck steigt. Kann nicht atmen. Schmerz. Es tut so weh. Systeme sind bioorganische Systeme unter Stress. Akklimatisieren sich. Sehen Sie, wohin Sie Ihren Hohn und Ehrgeiz geführt haben. In ein tiefes Loch im Ozean. Sie sind am Ende und machtlos. Kontaminationswarnung. Sieh nur, was du getan hast. Das war gerade reichlich knapp. Mir gefällt es. Nicht. Es ist so kalt hier unten. Dunkel. Zeig uns das Licht, Mutter. Wo ist das Licht? Ich muss dagegen kämpfen.
mich nicht bewegen? Warum kann ich mich nicht bewegen? Die OLOR werden kritisch. Wie lange dauert es noch, Mutter? Ich will nach Hause! Kontaminationswahn. Ich habe keine. Ich muss sie töten. Sie haben alles ruiniert. Warnung. Sicherheitssäuberung von Port 1. Bitte wach. Ich war so lange wach. Systemmonitore online, permanent. Wir müssen zu viel überwachen. Zusätzliche Diagnose erforderlich, bevor wir schlafen können. Kontaminierung Port 3. Sicherheitssäuberung aktiviert. Keinen Ärger mehr machen. Port 1. Sicherheitssäuberung abgeschlossen. Reinitialisiere Hybrid-Lebenserhaltung. Ergebnis der Diagnose nicht eindeutig. Ich fühle mich schlecht. Vitalzeichen. Vitalzeichen normal? Nein. Das ist nicht normal. Wir wären so gerne normal. Warnung. Sicherheitssäuberung von Pod 3. Warnung. Kontaminationswarnung. Zugangslücke von Pod 3. Kontaminiert Pod 3. Sicherheitssäuberung abgeschlossen. Reinitialisiere Pod 2. Sicherheitssäuberung abgeschlossen. Reinitialisiere Hybrid-Lebenserhaltung. Warnung. Sicherheitssäuberung von Pod 1. Bitte warten. Kontaminationswarnung. Zugangslücke. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Geöffnet. Port 1. Sicherheitssäuberung abgeschlossen. Reinitialisiere Hybrid-Lebenserhaltung. Warnung. Sicherheitssäuberung von Port 3. Bitte warten. Kontaminationswarnung. Zugangslücke von Port 3 geöffnet. Port 3. Sicherheitssäuberung abgeschlossen. Reinitialisiere Hybrid-Lebenserhaltung. Warnung. Sicherheitssäuberung von Port 2. Bitte warten. Kontaminationswarnung. Zugangslücke. Diagnosewarnung. Lebenszeichen von Port 2 fluktuierend. Drohender Ausfall. Vielleicht muss ich ja das machen. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren. Warnung. Sicherheitssäuberung von Port 2. Bitte warten. Kontaminationswarnung. Fehler im System. Leite Verbindung um. Umleitung abgeschlossen. Es gibt bestimmt auch eine harmlosere Lösung, aber mir fällt gerade keine andere ein. Und das scheint ja irgendwie zu funktionieren. Warnung. Sicherheitssäuberung von Port 1. Bitte warten. Kontamination höher im System. Leite Verbindung um. Umleitung abgeschlossen. Warnung. Sicherheitssäuberung von Port 3. Bitte warten. Kontaminationswarnung. Zugangslücke von Port 3 geöffnet. Port 3. Sicherheitssäuberung abgeschlossen.
Reinitialisiere Hybrid-Lebenserhaltung. Warnung. Sicherheitszögerung von Pod 3. Bitte warten. Kontaminationswarnung. Diagnosewarnung. Lebenszeichen von Pod 3 fluktuierend. Drohender Ausfall. Es tut mir echt leid. Warnung. Sicherheitszögerung von Pod 3. Bitte warten. Kontaminationswarnung. Zugangslücke von Pod 3 geöffnet. Pod 3. Sicherheitssäuberung abgeschlossen. Reinitialisiere Hybrid-Lebenserhaltung. Warnung. Sicherheitssäuberung von Pod 3. Bitte warten. Warnung. Tertiapods sind offline. Primäres Sicherheitsnetz deaktiviert. Stromstoß entdeckt. Spannung über Normalwert und steigend. Bereite Entladungssequenz vor. Warnung. Spannung hochkritisch und steigend. Elektrische Entladungssequenz initialisiert. Es passiert! Hyrule ist geschehen! Nein, warten Sie! Initialisiert die Notfallprotokolle. Sie wissen nicht, welche Ressourcen Ihnen zur Verfügung stehen, Jensen. Trotz Ihrer speziellen Hilfe waren Sie die ganze Zeit überfordert. Ableitungsprotokoll aktivieren. Sehen Sie, Sie können dieses System nicht besiegen. Und Sie können nichts tun, um mich zu stoppen. Kritisch und steigend. 50% vor Entladungssequenz. Warnung. Primärport geschwächt. Sekundäre Sicherheitssysteme aktiviert. Gebiet evakuieren. Möchte noch vielleicht irgendwo was gehen? Irgendeine brauchbare Granate. Sie kommen immer noch nicht an mich ran, Jensen. Das System wurde auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet. Wir haben beide versagt. Der wird es aus mir, dass hier oben nichts ausmacht. Hier geht's auch noch hoch. Primärportstation beschädigt. Nein! Ich will das nicht machen! Das ist mein Recht. Ich habe zu lange daran gearbeitet, um jetzt zu scheitern. Hey, das hier, was entspannt wirkt, das hier, was entspannt wirkt, das braucht man nicht. Hier vielleicht. Nein, ich kann nicht. Du kannst nicht oder du willst nicht. Oh!
Das war jetzt irgendwie nicht so. Ich glaube, die ist Toast. Hallo, Adam. Willkommen an der Kante. Es ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es von hier sehen. Eliza? Was machen Sie hier? Es ist meine Aufgabe, Nachrichten zu überwachen und darüber zu berichten, Adam. Bevor Darrow alles mit seinem Signal unterdrückt hat, wurde die ganze Welt hierher umgeleitet. Mich eingeschlossen. Die Übertragung. Ich muss sie stoppen. Ich weiß. Bitte. Kommen Sie näher. Wissen Sie, wo wir sind, Adam? Wir befinden uns an dem Drehpunkt, der das Gleichgewicht der Gesellschaft regelt. Hugh Darrow wollte die Waagschalen auf eine Seite verlagern, indem er der Welt alles erzählt, was sie bereits wissen. Über den Biochip, die Illuminaten, einfach alles. Er dachte, wenn die Menschheit die Wahrheit erfährt, wird sie die Erforschung der Humanoptimierungstechnologien endgültig aufgeben. Zumindest hätte sie dann Grund, sie zu fürchten. Korrekt. Darrows Geständnis liegt bereit. Wenn Sie wollen, kann ich es auf allen Frequenzen und Medien senden, sobald Sie das Signal abgeschaltet haben. Alles, was Sie mühevoll enthüllt haben, kommt dann ans Licht. Aber nur, wenn Sie die Übertragung hiermit deaktivieren. Falls Sie es wünschen, kann ich Darrows Nachricht aber auch ändern. Ich kann die Erfindung des Biochips entfernen und durch neue Inhalte ersetzen. Inhalte, die die Humanitätsfront zum Schuldigen erklären, wie Sarah vorgeschlagen hat. Die Organisation hat bereits zugegeben, dass sie Terroristen Unterschlupf gewährt hat. Man könnte die Menschen problemlos davon überzeugen, dass sie in dem verzweifelten Versuch, sich der Augmentierten zu entledigen, auch Biowaffen eingesetzt hat. Aber warum? Was würde man damit erreichen? Es würde den Hass auf Menschen lenken, deren Vorurteile als zu extrem erachtet werden. Und die Unternehmen hätten weiterhin die Freiheit, ganz nach Wunsch mit der Evolution zu experimentieren. Aber wenn ich diese Änderung für Sie durchführen soll, müssen Sie das Signal abschalten und die Videobearbeitung von hier aus aktivieren. Alternativ können aus Darrows Nachricht auch alle Erwähnungen der sogenannten Illuminaten gelöscht werden. Ich kann melden, dass aufgrund mangelnder Regulierung große Mengen Neuropozin kontaminiert wurden, bevor sie den Markt erreichten. Das wäre Taggarts Wunsch. Aber würde die Welt eine erfundene Geschichte über vergiftetes Neuropozin glauben? Sie wären überrascht, was die Welt alles glaubt. Ich kann sie dazu bringen. Und weil ein Großteil der Menschen die negativen Auswirkungen unternehmerischer Nachlässigkeit bereits selbst erlebt hat, würde das zu einer strikten Reglementierung der Humanoptimierungsforschung führen. Aber nur, wenn Sie das Signal abschalten und die Videobearbeitung von hier aus aktivieren. Es gibt natürlich noch eine Option. Dieser Gang führt zur Steuerung der Druckregelung von Panchaya. Wenn Sie sie abschalten, wird die gesamte Anlage durch das Gewicht des Ozeans zusammengepresst und zerstört. Alle in Ihrem Inneren werden sterben. Das soll eine Lösung sein? Keiner könnte mehr berichten, was passiert ist, Adam. Und niemand könnte die Geschichte manipulieren. Nicht eingeschlossen. Es ist Ihre Entscheidung. Denken Sie, Sie sind weise genug, um der Menschheit den Weg in die Zukunft zu weisen? Oder trauen Sie der Menschheit zu, die Antworten selbst zu finden? Ach du Schande. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt. Denn hier hinten? Gibt es noch irgendwas, was von Interesse wäre? Das hier war der Knopf für alles kaputt machen. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie euch gefallen wird. Aber ich werde Folgendes machen. Ich werde alle vier Enden aufnehmen. Die einzelnen Enden dann getrennt hochladen. Euch entsprechende Buttons einblenden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann alle vier Enden anschauen. Ja? Okay. Zu dem
Dazu werde ich die Aufnahme jetzt hier kurz unterbrechen. Und dann werden wir eine nach der anderen abfragen.